Wissen, wie wir es bisher kennen. Ordentlich, ehrwürdig, platzaufwendig. Doch das ändert sich bereits. Wie die Teilnehmer der RECOM 13 von dem Internetphilosophen David Weinberger erfahren. In den letzten 2500 Jahren haben hauptsächlich tote weiße Männer entschieden, was glaubwürdig, wissenswert und wichtig ist. Und die Meinungen toter weißer Männer sind wichtig, aber es sind nicht die einzigen, die wir brauchen. Durch ständige Bewegung, weltweite Interaktion und Kommunikation entwickelt sich das Internet zum neuen kollektiven Wissensspeicher und verändert so das Konzept des Wissens an sich. Wissen ändert sich derzeit radikal. Von etwas Festem, Ordentlichem, Einheitlichem und Unveränderlichem zu einem Netzwerk und es nimmt auch die Merkmale eines Netzwerkes an. Becoming a network and taking on the properties of the network. So knowledge now is showing up as discussion, argument and disagreement. Wissen wird Diskussion, Argument und Gegenargument. Die Menschen nehmen daran teil. People are participating. Für den Nutzer wiederum bedeutet das ganz neue Herausforderungen. It means that the participants, us, have to. Wir, die Nutzer, müssen uns unserer Rolle als Entscheider, was glaubwürdig ist, bewusst sein. In deciding what is worthy of belief. Auch die Glaubwürdigkeit von Unternehmen wird von einer emanzipierten Konsumentenschaft hinterfragt, denn die Informationsquellen verschieben sich. Unternehmen haben sich bisher als einzige Informationsquelle zu ihren Produkten gesehen. Und das waren sie bisher auch. Und sie gaben nur die Informationen heraus, die sie den Kunden wissen lassen wollten. Jetzt sind Unternehmen oft die letzte Quelle, die man anzapft. Wenn man wissen möchte, wie ein Auto ist, geht man ins Netz und findet Menschen mit den gleichen Bedürfnissen. Und man bekommt eine viel bessere Antwort. Detaillierter, lokaler und ehrlicher. Das heißt, Unternehmen haben ihre wichtigste Machtquelle am Markt verloren. Most important source of power over their markets.